Leute, was geht? Mein Name ist Flavian. Herzlich willkommen bei meinem neuen Video, welches jetzt wieder 3 Wochen gedauert hat, denn ich wollte mich für die Schule konzentrieren. Es hat sich auch gelohnt, ich habe bessere Noten geschrieben, jetzt vor Weihnachten. Und wie ihr seht, bin ich an einem anderen Spot. Wir sind in Italien, ein 3-Tages-Trip in der Nähe von Milan oder so. Und hier werde ich euch unterhalten. Aber jetzt zeige ich euch, was ich in den vergangenen Tagen gemacht habe. Let's go! Meine Ferien haben richtig cool begonnen. Samstag war ich mit der Familie in Deutschland und habe mir zum Beispiel diesen Hoodie hier gekauft. Nein, es ist halt kein Sweater, aber der ist dope. Der Hinterseite mal ab. Und noch irgendeine Hose. Hier Flashback. Flashback. A flashback. Sonntag war Heiligabend und das sah so aus. Let's go Heiligabend feiern. Und dann Montag, Dienstag, Mittwoch war ich zu Hause und habe nichts viel getan. Wir haben uns auch erst Mittwoch entschieden, in die Ferien zu gehen und sind jetzt hier in Italien. Ich zeige euch jetzt mal ein paar kleine Videos hier von der Stadt, in der wir sind. Freunde, ich gehe jetzt morgen essen. Ich habe gesehen, dass es dort ein riesen Buffet hat. Darum, let's eat. Freunde, wir haben das ganze Zimmer für uns. Jo, Freunde, wir gehen jetzt zu einem See, der angeblich schön ist und eine Insel hat mit einem Fluss. Hast du gehört? Und dann gehen wir in einem Outlet richtig hart, also so hart wie ein Stein, shoppen. Freunde, wir sind jetzt am See. Let's start the timelapse.
Freunde, wer kennt das Lied? It's going down. I'm yelling Timberland. Freunde, wir betreten jetzt den Nike Shop. Ihr wisst Bescheid, Nike. Und hier habe ich Adidas zu hören. Aber egal. Ich zeige euch jetzt die schönste Wand, die ihr je gesehen habt. Die schönste Wand. Hey, what's up, Friends? Ich bin wieder zurück in meinem schönen, schönen A-Dorf, wie ihr seht. Und das Wetter ist auch mehr sehr schön. Heute einen schönen letzten Tag im 2017. Und somit hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und bis nächstes Jahr. Ach ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und erfüllt all eure Ziele im 2018. Bye.